Nein, mach mal die Tür auf hier. Mach doch mal die Tür auf jetzt, Mensch. Mach doch mal die Tür auf. Was ist denn los? Was ist denn los bei dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Mach doch mal die Tür auf jetzt. Digga. Ich schwöre dir. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Leben. Und mit dabei Bobina. Hallo. Na, Bobina, na du? Ja, Bob ist leider verstorben. Ihr seht's. Nirgendwo ist Bob zu finden. Auch dahinter ist Bob leider nicht. Bob versteckt sich hier nirgendwo. Bob ist einfach weg. Ich weiß nicht warum. Hier, das ist Bobina. Bob ist tot. Mein Beileid, Bob. Aber Bob hat es leider nicht geschafft. Ich weiß nicht, wieso und weshalb, warum. Und warum Bob tot ist, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt haben wir nur noch Bobina. Und ich will gleich versuchen, Bobina ein kleines, schönes Eigenheim zu bauen. Und ja, erstmal zeige ich euch für euch ein bisschen rum, was sich hier getan hat. Hier sind immer noch ein paar Zombies am Stissel. Nee? Okay. Dann ist der Zombie irgendwo anders. Und wo zur Hölle ist meine Erde hin? Okay, machen wir es so. Vielleicht hier? Nee. Aber hier, mein Amboss ist leider weg. Max hat ihn vorhin benutzt. Sergeant Max hat vorhin meinen Amboss benutzt und da ist er, leider kaputt gegangen. Es ist relativ viel kaputt gegangen wegen... Ey, Bro. Ich muss hier noch... Ich will hier dringend noch einen Mechanismus machen, dass nur die hinteren Pistons benutzt werden. Das sind quasi die Leute, die von meinem... Beziehungsweise es werden die Pistons reingenommen. Oh, what the? Ich habe noch zwei Slime. Ich glaube, ich entsorge einfach nochmal hier. Moment, was ist denn hier drunter? Hier drunter ist nichts, oder? Oh, oh, oh. Jetzt habe ich Redstone. Nein! 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 Nein, verdammt. Okay, okay, okay. Easy, easy, kriegen wir hin. Dass wir irgendwie hier noch mit wegfallen lassen können. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Egal, lassen wir erstmal so stehen, das Ganze. Das und... Da kann ich jetzt dummerweise nichts drüber bauen. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig gewesen von mir. Na gut, dann gehen wir mal wieder so hin, machen hier mal so ein bisschen was dran. Och nein, Max! Hey! Max hat sogar das falsche Holz benutzt. Ah, immer diese Profis. Nein, macht ja nichts. Er wollte unten an meinen Amboss ran und kannte den neuen Weg noch nicht, den ich im Stream gebaut habe. Und ihr kennt den Weg vielleicht auch noch nicht, wenn ihr den Stream nicht geschaut habt. Macht gar nichts, ich werde ihn euch gleich zeigen. So. Erstmal brauche ich hier eine schöne Axt, ne? Wie die Axt im Walde. Können wir ja hier, so machen wir das Ganze mal weg. Na gut, fällt er jetzt runter, ist nicht weiter schlimm. Wir können uns mal ganz kurz ein bisschen Holz holen. Ich habe noch ein bisschen Holz gefarmt. Sprucewood reicht ja. Hier, 57 Sprucewood haben wir noch. Ich muss mal eine große Tour machen, dass ich wirklich richtig, richtig viel Stuff auf Vorrat hole einfach. Hä? Hä? Moment mal. Hä? 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 Der wird bepowert. Der wird nicht bepowert? Hä? Müsste direkt. Ah. Ist Max hier etwa rein... Was hat er denn hier gemacht, verdammt? Was ist denn jetzt hier passiert, bitte? Oder hab ich das... Nee, das hab ich verkackt. Als ich hier zugebaut habe. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal weg. Und da muss wieder Kies rein. So, Kies kommt dahin. So, dann brauche ich die beiden Türen. Zack, und... Nein! Nein, ist die eine Tür jetzt... Ach, komm... Zack. So, nehmen wir das mal kurz mit. Müssen hier wieder Fenster reinsetzen. Scheißegal, ich wollte jetzt die Tür haben. So, gut. Dann... Muss hier Holz rein.
setzen wir es rein. Und jetzt machen wir mal kurz C-Info. Ich weiß nämlich nicht, ob die gesichert sind. Nee, ist noch nicht registriert. Dann machen wir slash C. Private. Sichern die beiden Türen. So. Jetzt können wir sie auch wieder mit einem Klick beide aufmachen. Gut, dann hätten wir das schon mal erledigt. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist, ich habe ein bisschen was gebaut. Und zwar, hier unten gibt es jetzt, wenn man... Ein Knopf? Was wird dieser Knopf wohl tun? Er öffnet einen Geheimgang. Oh. Na, dann schauen wir doch mal rein. So, wir drücken den Knopf. Wir gehen hier runter. Laufen wir weiter. Oh Gott. Was ist denn hier los? Die sind überhaupt nicht ausgeleuchtet. Die wollen einmal einen Villager. Die wollen zu Bobina. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hei, jei, 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 jeiksa. Wow! Huh. Holy moly, das war schon wieder richtig knapp. Eie, scheiße, ey. Immer diese Viecher. Immer diese Viecher. Das gibt's nicht. Stirb! Alter Schwede. So, auf jeden Fall kommen wir hier in einem ziemlich unausgeleuchteten Gebiet raus. Das lassen wir einfach mal so stehen. Hopsen hier hoch. Wir folgen den Fackeln. Na du, wo kommen wir denn hier hin? Machen wir das mal weg. Wo kommen wir denn hier hin? Und, und, tada! Wir sind bei Sergeant Max im Keller. Ich weiß nicht, wieso ich so rede, aber das muss ich jetzt so tun. Wir sind bei Sergeant Max in der Bude drin. Tada! Und, whoop, man fällt da immer noch runter. Okay, wir gehen mal wieder zurück, weil hier haben wir nichts zu suchen. Das ist nicht unser Haus. Und zwar habe ich das gemacht, weil wir dann dadurch... Vielleicht sollte er sich da auch mal einen Pistengedöns hinbauen. Das ist nicht unser Keller hier. Das ist wieder unser Keller. Und wir wollen ja noch eine U-Bahn bauen. Die baue ich allerdings mit Max zusammen. Und die kommt weiter da vorne. Ich hatte das Stream kurz erklärt. Max und ich hatten uns vielleicht auch ausgetüftelt. Mal so eine kleine U-Bahn zur Stadtmitte wäre schon nice. Und die wollen wir uns dann mal bauen, sodass wir irgendwie schneller halt in die Stadt kommen. Vielleicht mal gucken, wie das mit Debitors Kanalisation aussieht. Oder mit... Wer hat da noch eine U-Bahn gebaut? GLP, gut, das ist eine Privat-U-Bahn, aber Sepp und ich weiß nicht, es haben so viele Leute irgendwie eine U-Bahn gebaut. Es haben so viele Leute eine U-Bahn gebaut, ich muss da echt mal gucken, ob wir uns da nicht vielleicht an irgendeinen anschließen können. Dann gibt es ein paar neue Bilder, und zwar Bodo, Piffy und Puffy. Genau, nicht Puffy, sondern Puffy und Piffy, das sind die Brüder von Puffy. Und, ja. Oder hier am besten der hier. Können wir auch ewig so machen, so. Das können wir ewig machen, ne? Oh Mann. So, was ist das? Das ist ein Bogen. Welcher Bogen? Was hat der Bogen? Der Bogen hat Power 1. Okay, dann lassen wir den Bogen mal Bogen sein. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte mir ein wenig Erde mitnehmen. Gut, da haben wir 43 Erde. Dann wollte ich mir ein bisschen... Genau, ein bisschen Seeds mitnehmen. Und ein paar rohe Kartoffeln. Rohe Kartoffeln. Haben wir überhaupt noch rohe Kartoffeln? Achso, dann muss ich nicht hier rausgehen. Hä? Sondern hier raus. So, rohe Kartoffeln. Weil ich will ja Bobina da unten das, ihr Aufenthalt bei mir so bequem wie möglich machen. Und das geht natürlich am besten, wenn sie da unten ein bisschen farmen kann. So, ich will ja auch nicht, dass sie da unten verhungert, ne? Und deshalb... Bauen wir da unten mal ein Feld an. Kartoffeln und... Ja, komm, ein paar Karotten hier. Ey, komm, so 32. So viele Dinger brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist scheißegal. So. Dann müssen wir noch einen Wassereimer mitnehmen. Einen Wassereimer. Den haben wir... Wo haben wir den? Ach, den haben wir schon dabei. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Die Kappe brauchen wir erstmal nicht. So. Und, Fackeln. Habe ich Fackeln dabei? Wo habe ich die Fackeln hin? Habe ich die vorhin alle aufgebraucht? Oder habe ich die Fackeln? Nee, die Fackeln habe ich, glaube ich, oben rein. Da wird nicht lange Fackel. Dann nimm mal die Fackel mit, ha? Meine Witze werden auch nicht besser. So, geh mal runter hier. Zack. Bobina, geh mal weg. Machen wir erstmal kurz so. So, du willst doch hier sicherlich irgendwie ein bisschen rumfarmen, ne? Gut, dann graben wir die hier mal so ein bisschen was aus. So, hier ein bisschen und da ein bisschen.
müssen nur darauf achten, dass wir das auch alles schön ausleuchten. Das können wir mal kurz machen. Nein, so. Hauen wir mal hier kurz eine Fackel hin. Hauen wir... Na, hier ist ein Glowstone drin. Haben wir hier nochmal eine Fackel hin. Nein, machen wir die Tür auf hier. Mach doch mal die Tür auf jetzt, Mensch! Mach doch mal die Tür auf! Was ist denn los? Was ist denn los bei dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Mach doch mal die Tür auf jetzt! Digga! Ich schwöre dir. Mach doch mal die Tür auf. So, hier können wir zumachen. So, dann buddeln wir hier mal ein bisschen weiter. So. Ein kleines Feld. Hier fällt schon die Scheiße von oben durch. Nicht weiter schlimm. So. Eine Ecke, dann noch eine Ecke so. Und dann können wir hier eigentlich im Prinzip alles mal eine Stufe tiefer setzen. So. Und dann machen wir ein kleines Feld und dann kann der ein bisschen rumackern hier, wie er lustig ist. Ich habe gelesen, dass sie dann irgendwie weniger despawnen. Eigentlich hätte Bob auch so gar nicht despawnen dürfen. Oh Gott, jetzt ist auch meine Spitzhacke kaputt mit Unbreaking. Egal. So, Bob hätte gar nicht despawnen dürfen quasi. Oh, ich habe die Ho vergessen. Und ich habe Scheiße gebaut, weil ich jetzt vergessen habe, in der Mitte ein Wasserloch freizusetzen. Aber das soll ja kein Problem sein. Machen wir mal hier hinten einfach hier so ein Wasserloch hin. Nee, zwei ist hoch. Egal, machen wir hier einfach so ein Wasserloch hin. Zack, jetzt muss ich nochmal eine Ho holen. So, ein bisschen beackertes Gerät, Gerätschaften hier so. Wo haben wir die denn? Ich habe doch mal eine irgendwo in einer von diesen 1 Milliarde Kisten gehabt hier. Dammit, ich glaub's nicht. Das ist eine Scheiße. Hier auch nicht, hier auch nicht. Wo ist sie denn? Ich hatte noch mal eine aus Iron gebaut. Okay, dann bauen wir eben eine neue. Und zwar kurz mal Sticks nehmen. Und eine Farming Hoe. So, da ist das Löffelchen, ja. So, wenn immer mal ein bisschen Wasser mit hier. So, ein voller Eimer Wasser ist immer gut zu haben. Gehen wir runter. Oder machen wir es ihm jetzt schön da unten, ne? Oder ihr. Ihm oder ihr. Irgendjemand kriegt es auf jeden Fall jetzt schön da unten hin. Zack, das kommt gleich wieder erneuert. So, machen wir mal auf hier. So. Wachsen dürfte das hier unten doch auch, oder? Licht ist doch kacke geil, hier sind zwei Fackeln drin, das passt schon. Machen wir hier hinten mal ein paar Karotten hin. Dann kommt auf die Seite hier hinten kommt ein bisschen Weizen. Oh, wir haben sogar nur 4 gehabt. Wo sind die Kartoffeln? Der Rest bekommen Kartoffeln dann von mir aus. So. Machen wir noch ein paar Karotten hier drumrum. So, wo bist du denn jetzt? Stehst du da? Hier, komm. Friss oder stirb. Hey, friss oder stirb. Hier, Karotten. Ja, sehr schön. Jetzt liebt er mich und ich könnte mir eigentlich dadurch ein paar Eisenhelme holen. Emeralds haben wir ja vom Prinzip her genug. So, mal gucken, ob jetzt, ob er da auch... Ups, das war jetzt sehr dumm von mir. Egal. Wir haben Bone Meal. Haben wir doch genug, glaube ich. Und dann können wir mal ganz kurz gucken. Huch, hoppala. Da, 8 Bone Meal. 8 Bones. Ein paar Bone Meal. So. Und dann können wir noch mal gucken. Können wir noch mal schauen. Aber Bock hat, ich muss das Ganze mit dem Shader mal kurz testen. Ihr wollt ja sowieso eher, dass ich mit Shader spiele wahrscheinlich, oder? So. Können wir das mal kurz... Fuck, was ist das für ein Lichtlevel hier? F3. Light 9. Sehr gut, es darf nicht unter 7 sein. Okay, sehr schön. Gut, dann... Machen wir mal hier das Getreide groß. Kartoffeln auch. So, hier. So, machst du das jetzt? Kümmerst du dich auch ums Korn? Kümmerst du dich auch drum? Bro? Nee. Ja, du machst das schon. Ah, das machen nur die Farmer, oder? Fuck, der ist Armorer. Ich brauche einen Farmer. Ich könnte ihm natürlich jetzt einen Zombie zum Fraß vorwerfen. Und dann warten, bis ich quasi... tschüss. Wow.
Wow, okay. Wupp. Tschüss. Ist nichts, Leute, ist nichts. Ist nicht. So, aber ich glaube... Oh, ach, hier ist der Zombie. So, hier machen wir auch nochmal kurz. So, also, ich glaube, jetzt haben wir das hier auf jeden Fall eine kleine schöne Farm unten eingerichtet für Bobina. Ich versuche nochmal, ob wir noch einen zweiten Bob kriegen. Farmer wäre natürlich dann wünschenswert, ne? Aber er kann sich da jetzt auf jeden Fall selber versorgen, denke ich. Und, na komm, mach nochmal die Tür auf hier, Bro. So. Wieso versteckst du dich da immer hier? Ne? Geht ja gar nicht. Mensch, was sagst du dazu? Noch ein paar letzte Worte, Bob? Bobina, Entschuldigung? Ja. Na gut, okay, dann nicht. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal jetzt ein bisschen anderes. Jetzt habe ich mal ein bisschen was gebaut. Ich hoffe, das nächste Mal können wir irgendwie mit Max eine Runde... Ja, das nächste Mal wird noch ein bisschen dauern, bis wir die U-Bahn anfangen können. Ansonsten... Weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben unten, was ihr gerne sehen wollt in meinen Folgen, was ich gerne machen soll. Ich habe übrigens noch einen Brief an Kedos und an Gomme geschrieben. Das hätte ich vielleicht eher in der Folge machen müssen als im Stream. Weil das ja dann doch vergleichsweise zum Stream hier mehr Leute sehen. Warte, ich kann euch das einmal kurz zeigen. Ich werde euch das nochmal kurz zeigen. Ich setze hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich bei einem wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir jetzt wieder bei Kedos. Better Call Kedos. Kettos gegen Ghettos. Anwaltskanzlei, Dr. Professor von Zone. So, bei Herrn Zone sind wir jetzt und wir haben gesehen, dass Herr Zone ein paar Bücher braucht. Und dann haben wir hier Herrn Zone 5 Bücher überlassen und haben ihm einen Brief geschrieben. Sehr geehrter Herr Zone, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie sich für die Gerechtigkeit dieser Stadt einsetzen. Ich finde das sehr nobel von Ihnen und möchte Sie dabei unterstützen. Im Zuge dessen möchte ich Ihnen eine kleine Spende zukommen lassen. Habe ich das so geschrieben? Eine kleine Spende zukommen lassen, denn wie ich ebenfalls gehört habe, mangelt es Ihnen momentan an gutem Schreibwerk. Dass ich eine kleine private Druckerei in meinem Keller stehen habe. Gut, habe ich zwar nicht, aber ich sitze ja quasi an der Quelle, was die Inksacks angeht. Ich habe Ihnen mal ein paar Utensilien zur Verfügung gestellt. Sollten Sie weitere benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Sie finden mich im Wohnviertel hinter dem Marktplatz. Mit besten Grüßen, Corona. So, und das stecken wir mal hier rein. Und dann reiten wir nochmal ganz kurz zum lieben Gommel. Dem habe ich nämlich auch einen Brief dagelassen. Das war übrigens auch eine Meldung von euch oder ein Wunsch von euch. Gib doch Gomme mal einen kleinen Brief und schreib ihm eine kleine nette Nachricht und lass ihm ein paar Karotten da. Und das haben wir natürlich gemacht. Hier, wir haben ihm ein Stack Karotten ist das, dazu ein kleines Büchlein und da haben wir ihm Folgendes geschrieben. Sehr geehrter Herr Gomme, ich habe aus zuverlässigen Quellen erfahren, dass Sie sich derzeit um Edgar Junior kümmern. Ich schätze Ihr Engagement zum Schutze dieses Schweins sehr. Ich möchte Sie dabei etwas unterstützen. Anbei finden Sie eine kleine Futterration, welche für einige Tage reichen sollte. Ich weiß, Schweine können sehr gierig sein und ich hoffe, damit kann ich Ihnen etwas unter die Arme greifen. Mit besten Grüßen, Corona. So, ich bin hier so ein bisschen die gute Seele der Stadt, das gefällt mir auch so ganz gut. Und wenn ihr auch Ideen habt, was ich so machen soll, wem ich mal einen Brief schreiben soll, worum es gehen soll und so weiter, dann könnt ihr das gerne mal machen. Geht dann so ein bisschen in die Richtung, was ich eh schon mal vorhatte, diese Corona-ferngesteuerte Nummer. Und da habt ihr jetzt die Chance, mir so ein paar Sachen zu schicken. Also zum Beispiel, es muss auch irgendwas mit den Leuten zu tun haben, ja? Also, na, irgendwie so zum jetzt so geh mal hin und tötet den und den oder sowas, das könnt ihr euch gleich abschminken, sowas ist voll doof. Es muss nett sein, es muss eine nette Geste sein und es muss irgendwie reinpassen. Also zum Beispiel Gomme jetzt mit den Karotten passt gut rein, Kedos braucht jetzt zum Beispiel Sachen, zum Beispiel solche Sachen wie, geh zu Holly und nähe Holly eine Hose oder so. Gut, das macht jetzt natürlich Tourist History schon, aber so in die Richtung soll es gehen, ne? Und lasst es mich auf jeden Fall wissen, was ich da machen soll und dann sage ich, macht's gut, meine Freunde, haut rein und bis zum nächsten Mal, ciao!